Herr Präsident, meine Damen und Herren, lieber Kollege Harms, die Landesregierung zu feiern, ist doch besser, als sie abzumeiern. Am 14. Juli 2021 verkündete die EZB, es ist gesagt, für Oktober 2021 den Start einer zweijährigen Untersuchungsphase zu einem digitalen Euro und startete damit offiziell das Projekt um die Konzeption einer digitalen Zentralbankwährung. Nun liegt der erste Verordnungsvorschlag der EU-Kommission vor, um den Rechtsrahmen zur Einführung des digitalen Euros vorzubereiten. Noch in diesem Herbst möchte die EZB entscheiden, ob sie in die sogenannte Realisierungsphase einsteigt. Die Wahrscheinlichkeit, dass der digitale Euro in der einen oder anderen Art kommt, ist sehr hoch. Und es ist genau so, wie Frau Raudis aber auch gesagt hat, dass mit einer Einführung vor 2026 nicht zu rechnen ist. Meine Damen und Herren, demzufolge debattieren nun auch die deutschen Parlamente und Gremien über eine mögliche Einführung und Ausgestaltung, so auch der Bundesrat, der im September dazu mit Stimme Schleswig-Holsteins beschlossen hat und die Einführung im Grundsatz befürwortet hat. Zugleich hat der Bundesrat aber auch deutlich gemacht, dass bei der Ausgestaltung natürlich sorgsam vorgegangen werden muss, dass Risiken begrenzt werden müssen, Datenschutz beachtet werden muss. Meine Damen und Herren, nach den Überlegungen der EZB und der Kommission soll der digitale Euro als digitales Zentralbank für Privatpersonen und Unternehmen zugänglich gemacht werden, ähnlich wie Euro-Banknoten, nur in digitaler Form. Das derzeitige Geldsystem würde neben dem von Zentralbanken imitierten Bargeld und dem von Geschäftsbanken geschaffenen Giralgeld mit dem digitalen Euro um ein drittes Zahlungsmittel erweitert werden. Der digitale Euro kann bei Bedarf 1:1 Frau Ministerin, ich darf die Kollegen bitten, Augenblick, nicht. Ja, aber trotzdem finde ich, dass Sie das Anrecht darauf haben, jetzt auch mit Ihrer Rede die nötige Aufmerksamkeit des Hauses zu genießen. Vielen Dank, Herr Präsident. Es ist ja auch Wunsch des Parlaments, dass ich hier rede. Ich habe mich ja nicht aufgedrängt. Der digitale Euro kann bei Bedarf 1:1 in Banknoten getauscht werden und soll als Zahlungsmittel in allen Ländern der Eurozone zur Verfügung stehen. Das Eurosystem hat verschiedene Ansätze und Technologien zur Bereitstellung eines digitalen Euros getestet. Untersucht wurden sowohl zentrale als auch dezentrale Lösungen, die auf der Distributed Ledger Technology basieren. Dabei soll der digitale Euro, das Bargeld nicht ersetzen, sondern die bisherigen Zahlungssysteme ergänzen. Nun stellt sich die Frage, warum der digitale Euro gebraucht wird. Auch wenn festgestellt werden kann, dass Bargeld als Zahlungsmittel in der EU an Bedeutung verloren hat, das ist das eine, und das ist digitale Zahlungsmittel gibt, braucht es weitere Veränderungen. Wir sehen es an Ländern wie Schweden, wo das digitale Bezahlen inzwischen der Normalfall ist, aber auch in Deutschland verstärkt sich der Trend durch die Corona-Pandemie auch noch einmal verstärkt, hat ordentlich Drive aufgenommen. Und wir sehen ja, und auch das hat Frau Raudis erwähnt, die jungen Leute bezahlen heute mit ihrer Smartwatch. Diese Entwicklung nutzen private Zahlungsdienstanbieter und Big Techs, um am Markt neue Plattformlösungen anzubieten, die zugeschnitten sind auf den Nutzungsbedarf ihrer Kundinnen. So sorgt die geplante und inzwischen gescheiterte Einführung einer eigenen Währung durch Facebook für viel Wirbel. Gleichzeitig wächst die Macht von internationalen Kreditfirmen auf dem europäischen Markt, da es bisher keine einheitliche grenzüberschreitende Lösung für Zahlungen im Onlinehandel oder mit Karte für den Euroraum gibt. Und darauf wird jetzt reagiert. Diese Entwicklung macht deutlich, warum die EZB das Projekt Digitaler Euro mit Nachdruck verfolgt. Es geht um die europäische Finanzmarktstabilität und dazu gehört es auch, Abhängigkeiten zu reduzieren. Und deshalb befürwortet die Landesregierung grundsätzlich die Einführung des digitalen Euros, hat dem so im Bundesrat auch zugestimmt und hat zugleich aber über den Beschluss im Bundestag auch benannt, wo Risiken sind, was bei der Einführung beachtet werden muss. Meine Damen und Herren, die Einführung des digitalen Euros ist die richtige Antwort der EZB auf die fortschreitende Entwicklung des digitalen Zahlungsverkehrs. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Feierabend. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.